132 nach Christus präsentierte der chinesische Universalgelehrte Zhang Hang dem Hanhof seine neueste Erfindung. Eine große Vase, die, so behauptete er, sagen könne, wann ein Erdbeben im Königreich stattgefunden habe und wohin Hilfe geschickt werden solle. Der Hof war etwas skeptisch, besonders als der Apparat an einem scheinbar ruhigen Nachmittag anschlug. Aber als Tage später Boten Hilfe anforderten, schlugen ihre Zweifel in Dankbarkeit um. Heute brauchen wir keine Vasen mehr, um Erdbeben zu orten, aber diese vorherzusagen ist immer noch eine Herausforderung. Aber warum sind Erdbeben so schwer vorhersagbar und wie kann man sie besser prognostizieren? Um das zu beantworten, muss man einige Theorien über Erdbeben verstehen. Die Erdkruste besteht aus riesigen zerklüfteten Gesteinsplatten, den sogenannten tektonischen Platten, die auf dem heißen, teils geschmolzenen Erdmantel liegen. Dadurch bewegen sich die Platten langsam zwischen 1 und 20 Zentimetern pro Jahr. Diese winzigen Bewegungen reichen jedoch aus, um tiefe Risse in den aneinanderreibenden Platten entstehen zu lassen. Und in instabilen Zonen kann der zunehmende Druck dann Erdbeben auslösen. Es ist schon schwer genug, diese winzigen Bewegungen zu verfolgen, aber die Faktoren, die zu seismischen Ereignissen führen, sind noch viel komplexer. An den Verwerfungslinien treffen unterschiedliche Gesteinsarten aufeinander, die unter Druck unterschiedlich stabil sind. Diese reagieren auch unterschiedlich auf Reibung und Hitze. Einige schmelzen teilweise und setzen Schmierstoffe aus erhitzten Mineralien frei, die die Reibung an den Verwerfungen reduzieren. Andere bleiben trocken und neigen daher zu gefährlichem Druckaufbau. Zudem unterliegen die Verwerfungen unterschiedlichen Kräften der Gravitation und den Strömen von heißem Gestein im Erdmantel. Welche dieser Variablen sollte man also analysieren und wie passen sie in unser wachsendes Vorhersageinstrumentarium? Da manche dieser Kräfte relativ konstant einwirken, ist die Bewegung der Platten recht zyklisch. Heute basieren unsere zuverlässigsten Vorhersagen auf langfristigen Beobachtungen, wann und wo sich Erdbeben ereignet haben. Über Jahrtausende betrachtet können wir so Vorhersagen treffen, wann an hochaktiven Bruchkanten wie am San Andreas Graben ein gewaltiges Erdbeben überfällig ist. Aufgrund der vielen Variablen kann diese Methode allerdings nur ungefähre Zeitrahmen liefern. Für genauere Vorhersagen untersuchen Forscher die Erschütterungen, die vor einem Beben im Erdboden auftreten. Geologen verwenden schon lange Seismometer, um diese winzigen Verschiebungen zu messen und zu kartieren. Heutzutage können sogar die meisten Smartphones primäre seismische Wellen registrieren. Mit einem globalen Handynetzwerk könnten Forscher ein umfassendes und detailliertes Warnsystem aufbauen, das die Menschen vor drohenden Beben warnt. Leider ist es möglich, dass sich mit Handys nicht die nötige Vorwarnzeit für Evakuierungen erreichen lässt. Dennoch wären solch detaillierte Messwerte für Vorhersageprogramme wie QuakeSim von der NASA nützlich, die anhand geologischer Daten gefährdete Regionen ermitteln. Jüngste Studien zeigen jedoch, dass die wichtigsten Anzeichen eines Bebens für diese Art von Sensoren unsichtbar sein könnten. 2011 haben koreanische Wissenschaftler kurz vor einem Erdbeben an der Ostküste Japans erstaunlich hohe Konzentrationen des radioaktiven Isotopenpaars Radon und Thoron gemessen. Wenn sich kurz vor einem Erdbeben Spannungen in der Erdkruste aufbauen, entweichen diese Gase durch Mikrorisse im Gestein. Diese Forscher glauben, dass ein ausgedehntes Netz von Radon-Thoron-Detektoren in erdbebengefährdeten Gebieten ein vielversprechendes Warnsystem sein könnte, das Beben eine Woche im Voraus vorhersagt. Natürlich wären keine dieser Technologien so hilfreich wie ein tiefer Blick ins Erdinnere selbst. Damit könnten wir großflächige geologische Veränderungen in Echtzeit beobachten und vorhersagen und so Zehntausende Menschenleben pro Jahr retten. Vorerst können uns diese Technologien aber helfen, schnell auf Notlagen zu reagieren, ohne auf Anweisungen einer Vase warten zu müssen. Tsunamis können bis zu 30 Meter hoch werden und eine Geschwindigkeit von über 800 Stundenkilometern erreichen. Aber wie entsteht diese Naturgewalt eigentlich? Und kann man das Ausmaß der Zerstörung irgendwie verringern? In diesem Video erfährst du mehr über solche Naturkatastrophen.